Thank you.
Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Wir streamen heute für Pogo. Der ja seit dem 18. Januar an keinem Stream hier gefehlt hat. Jetzt leider für immer fehlt. Und er hat uns kennengelernt, als wir gerade einen Jam gemacht haben und genauso hier saßen, wie wir jetzt sitzen. Und hat dieses Video, was wir einfach hier improvisiert haben, sich irgendwie 100 Mal angeguckt auf YouTube, was er selber dahin übertragen hat mit seiner Arbeit als Mod. Und den Jam wollen wir jetzt für euch spielen, den wir damals gespielt haben, als er uns kennengelernt hat. Wer uns doppelt hört, vielleicht seid ihr gleichzeitig im Discord auch. Habt ihr den Ton noch an? Schön, dass ihr alle da seid. Hier ist Pogo's Jam. Ich glaube, ich muss einen anderen Bass spielen, den ich damals gespielt habe. Darf ich hier das wegmachen? Ja, ja, alles cool. Ich
Sollten wir schreien? Beides. Bogo! Wir lieben dich auch, Coca-Cola und euch alle. Schön, dass ihr alle da seid heute. Es freut mich total, eure ganzen Namen zu lesen und ja, auf Pogo.
Hallo, Dirty Linsky. Ich muss echt oft an dich denken. So, das war der vorbereitete Teil des Streams. Oh. Ja. Liebe Mods, gibt es irgendwas zu sagen? Ist alles gut mit dem Stream? Können wir getrost so weitermachen? Danke für die Umarmung, Sherry Lady. Ey, weißt du was? Was ich Bock hatte jetzt? H-Moll. H-Moll. Schön, danke, Lilly. Oh ja. Ich weiß, was wir jetzt machen. Pogo hätte es geliebt. Er liebt es immer noch. Allerdings. Will ich auch, Merle. Danke, dass du gemotzt hättest, Gucke. Okay, machen wir ein Tempochen, oder? Haben wir schon. Das, was Pogo einen Pink Floyd Jam genannt hat.
Thank you.
Juli. Danke. Danke für all die Herzen. Danke dir. Ja. Hallo an alle, die vielleicht auch noch nicht wissen, was los ist. Schön, dass ihr da seid und ihr habt es vielleicht jetzt mitbekommen. In unserem Discord gibt es seit bald, ja, wie lang eigentlich? Naja, seit Dienstag jedenfalls, eine dauerhafte Präsenz. Darf Leo heute rauchen? Leo darf alles. Wirklich? Wenn du rauchen willst, dann geh rauchen. Danke. Ich halte hier die Stellung. Okay, okay. Das hätte er richtig gefeiert. Ich weiß, Hella. Wenn ich rauchen darf, dürfte oder was? Nee, unseren Stream heute. Aber das mit dem Rauchen auch. Klar. Mir ist es gerade so aufgefallen, er feiert das richtig hart. Ja, du hast recht, Merle. Pinsel. Mir ist aufgefallen, als ich Bass-Solo gespielt habe, dass Pogo mich immer so ermutigt hat, Bass-Solo zu machen. Stimmt, ja. Er meint immer so spontanes Gitarren-Solo hat er gekauft und dann war so, aber ich will lieber ein Bass-Solo. Stimmt, ja. Was ich aber auch wirklich okay fand, weil ich schon immer viel Solo spielen muss und dann, glaube ich, werde ich das jetzt weiterführen, dass ich immer Bass-Solos fordere. Habe ich ja auch gleich in dem Jam. Ja, ich weiß. Und da wolltest du ihn nicht, da wolltest du nicht. Ich hab's ja dann gemacht. Hast es dann aber gemacht. Klar. Ich werde jetzt immer ganz viele Bassoli machen und mich von ihm ermutigen lassen. Er hat so viele Leute ermutigt, irgendwas zu machen. Stimmt, ja. Prost, Nera. Okay, Sherry. Schlaf gut, Topper. Ciao. So, mein Lieber. Machen wir ihn jetzt. Ich hatte ja Lust mal auf einen Jam mit der Akustikgitarre und so ein paar bisschen Bongos. Ja, lass uns das machen. Und vielleicht in der Tonart, wo ich auch meine lieben Schätzchen hier benutzen kann. Mhm. Und zwar? Welche Tonart? Mhm. Ja, so D. Sehr gerne, Luna. Ja, danke, Luna. Voll schön, dass ihr alle da seid. Hat sich gerade Licht geändert? Ich weiß nicht. Okay. Ja, hat es, ne? But how? Thank you.
Cheers, Leute. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen zu der Mucke entspannen. Das war zumindest unser Plan, dass wir Mucke spielen, zu der wir uns auf die eine oder andere Art und Weise entspannen können. Und vielleicht könnt ihr das ja auch. Ja, hoch das Bier, hoch das Getränk auf Pogo. Manchmal schaffe ich so ein bisschen ein paar Kommentare im Chat zu lesen und das ist voll schön, was ihr schreibt. Es ist richtig schön, sich so als Teil von so einer ganzen Crew zu fühlen. Und ja, es hat mir sehr geholfen, die letzten Tage. Und ich wollte mich nur dafür bedanken. Danke, Ulrike, für deine Idee mit dem Händehalten. Und danke, Lilly, dass du es gleich in einen Command verwandelt hast, wie es Pogo natürlich auch gemacht hätte. So. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt mal mein nächstes Bier holen aus der Küche. Na klar. Und könnte dir auch eins mitbringen, wenn du willst. Nö, ich bin noch weit entfernt von meinem nächsten. So wie immer. Wie immer. Wie früher. Ich denke mir neuen Jammers in der Zeit, okay? Ja, ihr Lieben, diesen meinen schönen Höfner-Bass konnte ich leider Pogo nicht mehr präsentieren, obwohl er ihn bestimmt sehr gefeiert hätte. Vielleicht das hier. Bass Solo. Alright. Thank you.
Du hast den letzten Ton gespielt. Kannst du noch einspielen? Okay, okay. Okay, du hast den letzten Ton gespielt. Okay, geil. Was für eine Ehre. Zu wenig Bass-Solo. Das stimmt. Hey, ich habe übelst lange doch Bass-Solo gemacht am Anfang. Ich muss jetzt mal meine Gitarre auch stimmen. Okay. Immer wenn man merkt, dass die Gitarre verstimmt ist, dann hat man zu viel Solo gespielt. Mm. Krass arrogant Bass-Solo. Oh, geil. Mattes begleitet uns im Discord mit einer Trommel. Wow, das klingt voll schön. Oh mein Gott, es gibt einen neuen Command, der Bass-Solo heißt. Jetzt bitte ein Bass-Solo für Pogo. Geh. Das ist Erpressung. Okay, okay. Da kannst du dann nie Nein sagen. Gute Erpressung. Ass-Solo. Und Erpressung bleibt eins Bärchen. Ja, du musst jetzt Solo zocken, oder? Bass-Solo. Ja, ist ja gut. Mach jetzt ein Bass-Solo. Na gut, er will nicht. Doch, ich spiele ein Bass-Solo, aber so. Nicht ohne alles. Ich musste auch schon voll viel Solo spielen ohne alles heute. Ich auch. Eben, als du weg warst. Aber lass uns nicht streiten. Pogo will nicht, dass wir streiten. Okay, ich lade mal hier einfach einen random Beat und guck mal, was passiert. Dein Tesla ist schuld. DJ. So einen anderen Bass. We'll be right back.
Ach, Leute. Ihr seid so süß im Chat. Danke, Potter Jules. Danke, du Süßer. Vielleicht können wir unser Jingle instrumental jammen. Okay. Wir können einen ganzen Jam daraus machen. War immerhin 5 Stück. Ich mach mal an irgendeinen anderen Beat an, okay? Ja, ich mach mal hier. Du machst mal da, ich mach mal hier. Ich glaube so. Ah nee, das war falsch. Tempo 1, immer gut. Ein Beat per Minute. Leute, in einer Minute kommt der nächste dran. Och Mann. Noch kein Beat drauf. Sollen wir einen neuen machen? Auf dem Tempo? Mhm. Mach einen neuen. Klepp geht's von vorne los. Thank you.
Schön, dass du da warst. Wow. Auf die Mamas. Leute, ey, die Zeit vergeht ja echt so krass schnell.
Mrs. Thorben, dankeschön für die Grüße von Quiz dem Barden. Dankeschön. Ja, dann guck mal. Wir haben schon zwei, wir zocken hier schon 2 Stunden. Das krass, ist krass, ne? Ja, wir haben um 9 angefangen, da fast 2 Stunden. Die ist auch ganz erstaunt. Die sitzt übrigens hier bei uns. Genau. Wieso? Sie passt auf uns auch ein bisschen auf, so fühlt es sich an. Ja, auf jeden Fall. Ist auch gut so. Ja. Ach ja, wir passen alle auf uns auf. Also es ist alles sehr, sehr, sehr traurig und in dieser Trauer gibt es irgendwie, ja, gibt es hier einen Zusammenhalt, der einfach unglaublich ist. Und ein großes Symbol dafür ist, unter vielen anderen Sachen, die hier passieren, dass wir hier streamen und die hier bei uns hockt. Was irgendwie jetzt, wo es passiert, ist es für mich so selbstverständlich und trotzdem haben wir es vorher nicht gemacht. Du meinst, dass sie hier im Zimmer chillt? Ja, oder es wenigstens kann, ich weiß es nicht. So, hä? Jede Form von nicht beieinander sein erscheint mir auf einmal so richtig sinnlos. Naja, aber ich meine, der Raum ist halt auch begrenzt von der Größe. Du meinst auf 24 Quadratmeter. Wenn alle unsere Zuschauer, die in meinem Stream sind, hier im Raum stünden, dann wäre echt ganz schön voll hier. Das wäre auf jeden Fall nicht mehr so ganz Corona-Style. Dazu sage ich nur das hier. Oh, schön. Dieses Pflaster. Ja, durch den Discord haben wir einen unendlich großen Raum. Und das außerdem stehen wir bald alle in einem Raum. Koka, du hast völlig recht. Auf jeden Fall. Ich habe gerade jetzt vielleicht gedacht, können wir einen kleinen Sinnlos-Schein machen. Du am Klavier? Soll ich uns bewegen? Ja, das wäre geil. Geil. Und du spielst hier Gitarrchen? Genau, und wir können. Willst du so ein bisschen Melodie spielen? Und ich kann ein bisschen Melodie spielen, ja. Du kannst mal den Bass mute. Und du kannst auch, wenn du willst. Warte, ich stecke ihn einfach. Kannst auch, wenn du willst, manchmal linke Hand weglassen, dann kann ich so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Okay. Ach so, aber ganz kurz. Eine ruhige Version oder so Jeff Buckley-mäßig? Dann würde ich, glaube ich, ein Capo benutzen. Ja, gerne. Soll ich dann keine Drums machen? Genau, könnten wir halt machen. Aber no pressure. Also. Ja, Stream-mäßig. Genau, nur dass ich halt an der Gitarre sitze. Und ich so. Jetzt. Ist schon klar. Muss ich noch an? Ja. Verstimmt, das Klavier.
Danke für den Raid zu hören. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sören hat euch ein bisschen vorbereitet auf, dass heute kein Party-Stream sein kann. Ja, normalerweise versuchen wir hier die Hütte bisschen abzubrennen. Vielleicht kennen uns auch schon manche von euch. Ja, das eben war sinnlos. Und es war Pogos Lieblingslied von uns. Also eben mal eine Version mit E-Gitarre gewünscht. Du hast aber sehr schön auf dem Klavier gespielt. Ich glaube, E-Gitarre und Klavier hätte er auch echt gemocht. Es war ja mit E-Gitarre. Ja, mein E-Gitarre und Klavier halt so. Stimmt. Danke. Das ist sozusagen das Emotionale vom Klavier und trotzdem ein bisschen rockig von der E-Gitarre. Er hat alles geliebt, das stimmt. Okay. Pogo. 178 Leute feiern deine Trauerfeier mit dir. Und wir jammen nur für dich. Leochen, was wollen wir als nächstes spielen? Ich finde, jetzt könnten wir nochmal richtig was Lautes spielen, nach dieser Nummer gerade. Ja, finde ich auch. Irgendwie was, wo du einen Beat hier am Start hast, wo das Crashbecken so vom Drummer so auf jede Viertel durchgezockt wird. Lass mich nicht zweimal sagen.
Und ja, genau. Ja, Pogo Puschel hieß ja nicht umsonst Pogo Puschel. Das Puschelige haben wir jetzt viel besungen und bespielt. Und jetzt wollen wir ein bisschen das Pogo. Jetzt wird abgepuckt. Ja, Pogoige. Wollen wir mal so was Punkiges machen? Ja, wie wär's hiermit? Okay.
Ich würde mich gern kurz umziehen. Was okay ist. Klar. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass Pogo ein Lieblingsoutfit von mir hatte. Wow, da bin ich mal gespannt. Was er extra mal geklippt hat. Bisschen Angst habe ich auch. Bitte nicht nackt. Oh, hey Sören, schön, dass du noch da bist. Danke für eure ganzen Herzen. Ja, irgendwie fühlt es sich voll schön an, zu wissen, dass ihr alle da seid. Auch wenn ich wirklich gerne mit allen von euch jetzt hier in so einem wirklichen Raum sein würde, ist es so schön zu wissen, dass ihr alle da seid. Nein, nein, nicht ohne Hose eins Bärchen, das hoffe ich auch. Koka. Genau. Anzeige ist raus. Hey. Danke, Dr. Spirit. Liebe geht auch an dich raus. Und natürlich sowieso an Pogo. Fourth Floor, Sandra. Du meinst das mit der, dass Jonathan nackt kommt, das holen wir nach? Ah, alle in einem Raum. Ja, sorry. Natürlich nicht, dass Jonathan nackt ist, sondern dass, ja, das würde ich mir so sehr wünschen. Alle in einem Raum. Vielleicht nicht hier, weil hier ist so klein. Alle in einem Raum, meinst du, ja, das klappt? Wir können uns ja notfalls aufzweilen, genau, wie du, geil, zwei dumme oder zwei schlaue, ein Gedanke, natürlich teilen wir uns auf die beiden Wohnungen. Oh, schön, schön, schön. Das sieht irgendwie honorable aus. Sehr honorable. Schön. Irgendwie sieht das auch so ein bisschen, ja, so edel-vampirmäßig aus. Alle nackt in einem Raum. Wie soll Leo? Kannst du nochmal kurz hochgehen? Ja. Sandra meinte gerade, wir werden uns alle irgendwann in einem Raum sehen und notfalls können wir uns auf die zwei Etagen aufteilen, wenn wir zu viele Leute sind. Ja. Gute Idee, Sandra. Alle nackt in einem Raum. Wie soll Leo dann rauchen? Wir haben einen Balkon. Danke, dass du mich mitbedenkst, Koka. Das ist echt extrem wichtig mit dem Rauchen. Ich bin auch wahrscheinlich nicht der einzige Raucher. Aber das Schöne ist ja an dir als Raucher, dass du nur eine Zigarette pro Tag rauchst. Das würde ich jetzt gerne nochmal anmerken. Ja, stimmt nicht immer, gebe ich zu. Na gut. Okay. Ich wollte irgendwas sagen. Guck mal, da steht außerdem drei, nicht eine. Ja, stimmt. Genau, es gibt zwei Balkons. Perfekt. Ja, den Command liebe ich auch. Ja. Gute Nacht, Dau, 1982. Was ist eigentlich, was rechts so rauscht? Keine Ahnung. Ist ja egal. Okay. Nu? Ein paar Beats haben wir noch. Ja, lass uns doch so langsam. Ich glaube, ich würde nochmal Akustikgitarre einmal spielen. Schön. Ja, ich hätte auch Lust nochmal. Ich kann nochmal Flöte spielen. Ja, geil, lass das doch machen. Dann würde ich, glaube ich, auch irgendwann mal eine rauchen, aber. Leo will bald eine rauchen. Das war ja klar. Heute darf Leo so viel rauchen, wie er will, habe ich gesagt. Danke, Gentleman, für den Hack. Oh nein, aber die Flöte macht alles so traurig. Ich weiß. Ja, wir sind seit Dienstagabend sehr traurig.
Ich merke, dass ich mich heute echt irgendwie gut zusammenreißen kann, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt es nachher wieder über mich. Ja, danke, Coca. Hey, wir lieben dich auch. Das Outfit liegt immer bereit. Ich habe nicht alle Töne auf meiner Flöte. Ich übe schon mal, ja? Ja, wusste er. Ganz sicher. Oder? Oder doch? Doch, doch. Ist alles? Ja. Geil. Okay, Leo hat ein exzellentes Realbook-Sheet gefunden. Mal gucken. Achten, wo wir sind, ne? Thank you.
sehr viel Mühe gegeben. Wenn die hier lacht, dann geht gar nichts mehr. Okay, das kam von Herzen. Das ist, was zählt. Ach krass. Ich meine, das funktioniert gar nicht mehr. Egal. Wie? Ah. Das hier ist egal. Okay, egal. Schön laut. Aber von mir aus, ich finde, also Pogo hat die Flöte halt immer übelst gefeiert. Ich finde, wir sollten noch einen Song mit Flöte spielen. Ja, es gibt ja noch den einen Song. Ja, gut. Das ist der einzige Song, den ich kann. Ja, na gut. Schön hier mit Emotional Piano, ja. Ich hoffe, jetzt kann ich Sie waren stets bemüht, für den Pogo jetzt schreiben. Mit Kawaii-Mod. Sie waren stets bemüht, so ist es. Wir sind geiler Humor, ne? Man kann es gar nicht beschreiben. Man kann es gar nicht fassen. Oh Mann. Okay. Warte kurz. Ich habe gestern mit Lab Lilly über den Song geredet, den wir jetzt spielen. Und wir haben beide gesagt, wir können ihn nie wieder spielen im Stream, ohne zu weinen. Sie spielt den nämlich auch. Jetzt werden wir es mal probieren. Oh nee, ich habe voll Angst, weil ich jetzt die Akkorde nicht so genau weiß. Ach Junge. Soll ich nochmal kurz üben? Wir können auch Lab Lilly fragen, ob sie uns ihr Playback schickt. Das wäre natürlich auch gechillt. Aber dann habe ich nichts mehr zu tun. Nee. Du spielst schön die Akkorde. Das war nur ein Witz. Das muss jetzt gehen. Das muss jetzt funktionieren. Es kriegt ja auch immer so ein bisschen lustigen Touch durch die Flöte. Ja, und dann kann ich auch kurz auch mal verkacken, oder? Danke für die Umarmung. Nein, passt schon. Okay, sorry. Das war gut. Okay, sorry. Okay, ich muss es trotzdem kurz erzählen. Aber mit Hall und du kannst schon mal Atmosphäre machen. Ich musste da gestern so dran denken, weil wenn man den Lord of the Rings Soundtrack sucht auf Spotify und dann diesen Song In Dreams mit der schönen Auenlied-Melodie finden möchte, dann gibt es da diesen Track, der kommt, wenn nachdem Boromir gestorben ist. Und irgendwie hat es alles so gepasst wie die Faust aufs Auge. Weil ich schon vorher dieses Bild mit den Gefährten irgendwie vor Augen hatte und wie sich das irgendwie alles zusammenschließt. Irgendwie Leo und ich waren unabhängig voneinander übelste Herr der Ringe-Fans, Leo noch mehr als ich. Jetzt kommen wir hier zu Twitch und starten so eine Musikreise und lernen lauter Mittelalter-Fans kennen. Gestern habe ich im Park so ein paar Leute mit Schwertern und Äxten gesehen und das fand ich früher immer komisch und jetzt habe ich mich denen irgendwie voll nah gefühlt. Und alles ergibt irgendwie eins und dann war auf einmal dieses Bild da von den Gefährten und das, ja, dass einer stirbt. Thank you.
anderen Ton hat, das andere Thema. Ich weiß auch nicht so genau. Lass einfach normal spielen. Okay, heute ist ja alles anders. Kann man auch mal eben Noten raussuchen. Thank you.
auf jeden Fall jetzt ein Virus hier runtergeladen. Schnell die eine dubiose Website. Das ist es uns wert. Okay. Das Lied werden wir immer weiter üben. Ja, ja, wir werden besser drin. Ach, es hat halt mehrere Key-Changes. Es ist echt schlecht, wenn man nur in einer Tonart Flöte spielen kann. Aber liegt es an der Flöte? Schon, ne? An der Blockflöte? Naja, jemand, der richtig Flöte spielen kann, kann in jeder Tonart spielen. Das ist doch auch kein gutes Instrument, wie das gebaut ist. Also, dass man da irgendwie so ein paar Löcher hat, wo man irgendwie so Fingerchen drauf macht und dann für Halbtöne muss man irgendein Loch freilassen. Das ist echt weird. So random. Nee, ein halbes Loch. Ein halbes Loch freilassen. Nee, also, greifen, ja. Dicker. Danke, Lilly, dass du findest, das hat besser geklappt als gedacht. Merle, lass dich nicht ärgern und ja, ich hoffe, du kannst ein bisschen schlafen. Wir drücken dich. Ja, ja, Lilly, du singst mit uns zusammen. Da muss ich auch nicht Flöte spielen. Da können wir schön die Akkorde zusammen. Oh, herrlich. Schaut wie ja. Ich muss sagen, ich bin auch echt relativ müde. Also, ja. Weiß nicht, wie es bei dir so ist, wie so dein Stand ist, aber wir zocken ja hier auch schon seit 3 Stunden. Ja, ja. Vielleicht können wir einen kleinen letzten Jam hier machen und dann uns auch ins Bettchen versuchen zu legen. Mal hinlegen, schaffen wir schon, schlafen ist eher. Schlafen ist halt die Frage. Ich frage mich halt die ganze Zeit, warum der Pogo-Emote hier schon am Stitzel ist. Bei Twitch. Das hat jemand eingefädelt. Das ja, finde ich mega. Stimmt. Gute Nacht, Hella von Hahn. Ja, Coca-Cola, das machen wir. Heute Nacht wird mal geschlafen, ja. Das wäre eine crazy idea. Das, okay, Leochen. Ja, ein Netzjam, der kommt auf jeden Fall am Ende. Ja, jetzt so, oder? Willst du jetzt? Von mir aus, ja. Okay. Ich meine, ich werde sowieso hier die Nacht im Discord chillen, deshalb ist mir so ein bisschen egal, ob wir dabei streamen oder nicht. Ja, aber ich kann auf jeden Fall eine rauchen demnächst. Ja, oder du rauchst jetzt eine? Können wir auch machen. Du chillst noch ein bisschen? Ich chill hier ein bisschen, jam ein bisschen. Ja, wäre es okay? Klar. Wäre es okay für alle anderen? Ich meine... Auf jeden Fall. Das erste Mal gechillt, eine rauchen im Stream, wäre auf jeden Fall... Du. Wäre auf jeden Fall krass. Dann mache ich das mal. Danke, dass ihr mir das gönnt. Ja, klar. Was ist für ein Dirty Linsky? Ach so, der Emote. Ach krass. Okay, Fourth Floor, du kannst kontrollieren, ob wir rauchen. Kannst ja mal vom Balkon schnuppern. Gleich wird da eine schöne Brise hochwehen. Pippi Olli. Was braucht keine Umfrage? Oh, ich check irgendwie alles nicht gerade. Ah, krass, okay. Okay. Ah. Auf zum Rauchen. Ja, gute Idee. Oh, vielleicht könnte Leo mir mein zweites Bierchen holen. Das wäre lieb. Okay. Ich weiß, was ich machen will. Ich will ein Lied singen. Aber heimlich, weil ich singe ja nicht. Solo kommt später wieder. Ja. Schöner Command, Lilly. Was ist los?
ich finde es tatsächlich so besonders, dass wir so eine Totenwache machen. Das haben jetzt auch schon mehrere Leute rückgemeldet. Und ich hab sowas noch nie erlebt und auch selber noch nie gemacht. Danke. Auf Pogo. Meine beiden Opas sind gestorben und wir haben überhaupt nichts gemacht. Und ich fand es tatsächlich total schwer, irgendwie zu trauern, in irgendein Gefühl reinzukommen. So gedacht, hey, ja, okay, sind die gestorben? Oder dann natürlich nacheinander, jetzt ist der gestorben. Und wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Und jetzt, oder wie ich zum Beispiel richtig weinen kann oder wie ich richtig trauern kann. Und jetzt hier mit euch zu Hause ist es, zu Hause zusammen, zum Freundschaftsversprecher, ist es auf einmal ganz einfach. Irgendwie, weil wir das alles hier zusammen machen. Und das ist völlig klar auf einmal, wie sich alles anfühlt und was hier abgeht. Und das finde ich völlig crazy. Und ich will das nie wieder anders machen. Ja. Ich will gar nicht schnorren, aber kann ich einen ganz kleinen Schluck von deinem Bier? Ja, klar, trink. Schütt es dir ins Maul. Ich schütte es dir ins Glas hier. Ich habe schon alle meine Getränke ausgetrunken. Spielst du den Song jetzt? Mhm. Och, geil. Okay, warte, dann warte kurz, bis ich weg bin, sonst ist es irgendwie weird. Okay. Song gehe. Willst du mitsingen? Die? I can't spoil it now. Das ist mein Lieblingslied. Naja, ich habe sehr viele Lieblingslieder, aber es gibt eine Aufnahme davon und das ist meine Lieblingsaufnahme von allen Aufnahmen. Also ist auch ein bisschen auf eine Art mein Lieblingslied, aber es ist vor allem meine Lieblingsaufnahme. Versteht ihr? Und das ist eine Live-Aufnahme, wo ich eigentlich keine Live-Aufnahmen mag. Wirklich nicht? Nicht so gerne jedenfalls. Weil ich als Musikproduzent natürlich auch weiß, was das bedeutet, was man im Studio alles zaubern kann und dass meistens man da eine Ebene hinzufügen kann, die man live halt nicht hinbekommt. Aber diese Live-Aufnahme, von der ich spreche, ist so episch, dass ich das überhaupt nicht fassen kann. Jedes Mal, wenn ich das höre, raste ich aus. Und da muss ich auch schon heulen, wenn gar nichts passiert ist. Aber jetzt spiele ich es einfach hier selber, damit es mich nicht so zerstört. Get high with a little help
try with a little help from my friends. Do you? Die Live-Aufnahme, die ich meine, ist von Joe Cocker auf dem Album In Fire, glaube ich, heißt es. Oder so. On Fire? Ich weiß nicht so genau. Und natürlich von Woodstock. Danke, Fourth Floor. Ja, und wenn es schon hier persönlich wird, dann kann ich auch mal beichten, dass meine meine Lieblingsakkordfolge ist. Weil es hört sich zwar erst an wie Musiktheorie, aber es wird dann irgendwie sehr persönlich auf eine Art, weil es einfach Leute, die mit mir Musik machen, wissen das, weil ich es immer mal wieder droppe. Und auf einmal, naja, also müsstest du jetzt eigentlich sagen, aber ich stelle mir irgendwie vor, dass man immer dann sozusagen daran denkt. Wenn irgendwo die mein Lieblingsakkordfolge kommt und die fängt nicht mit A mal an, sondern die fängt mit irgendeiner Dur-Tonart an und das sind einfach so zwei Quarten abwärts, also so. Wasting time. Jeder dritte geniale Song hat diese Akkordfolge in sich dann. Mann, das, was ich vom Balkon aus gehört habe, war mega schön. Danke, mein Lieber. Okay. Also ich würde mich auch rundfühlen, wenn wir noch eine irgendeine Sache machen und dann Netz spielen. Jam. Alright, so sei es. Okay, du kannst dir aussuchen, was. Oder vielleicht die Community. Oder du. Wer zuerst eine Idee hat. Wer zuerst was sagt, aber... Und wir haben was Neues, nämlich so ein Schellenkranz, den man sich an den Fuß binden kann. Vielleicht kann der jetzt vorkommen. Vielleicht. ich habe nichts zu verlieren. Geil. Da kann ich ja sogar Mundharmonika spielen. Du kannst auch singen, wenn du willst. Nee. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ich kann doch eine gechillte Version machen. Ja. Okay. In A-Moll, oder? Ja.
Oh, dann muss ich den Bass auch nochmal wechseln. Okay. 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 Tag. Da saß ich hier mit Leo in diesem Zimmer, schon ein paar Jahre her. Und Leo ist ein sehr, sehr höflicher Mensch. Er macht sehr selten jemandem einen Vorwurf. Und das ist zwar auch, weil er so lieb ist, aber es ist natürlich auch trotzdem schön zu wissen, was er so denkt. Und damals hat er noch nicht so nah gewohnt wie jetzt, sondern weit weg in Lichtenberg. Hatte keine Kohle und ist überall mit dem Fahrrad hingefahren. Und dann war es so, dass wir drüber geredet haben, wer wen besucht, wer wohin kommt. Und ich hatte immer so gesagt, jo, komm nur einfach her. Offenes Haus. Hier, du kannst immer hier chillen. Komm einfach her. Und wir treffen uns wieder. Und ich sage, jo, wie wär's bei mir? Und irgendwann hat mein Leo tatsächlich mal hier auf den Tisch gehauen. Auf diesen Tisch. Und hat gesagt, Digga, du bist ein richtiger Heimscheißer. Und du willst immer nur, dass alle hierher kommen. Und du weißt gar nicht, wie das ist, immer so krass durch die Stadt zu heizen. Und dieser ganze Zwischenfall ist in dieses jetzt folgende Lied eingeflossen. Nur in eine kleine Zeile, aber trotzdem handelt natürlich trotzdem der ganze Song deswegen von dir. Weil ich einfach genervt hat, dass ich immer nur zu Hause chill. Okay. Manchmal stört es mich, wenn du unbedingt im Mittelpunkt stehen willst. Manchmal stört mich, dass du immer nur bei dir zu Hause chillst. Manchmal verletzt es mich, wenn alle anderen interessanter sind als ich. Manchmal will ich dir sagen, dass du ganz besonders wichtig bist für mich. Und wir sagen uns, was man sich nicht zu sagen traut, denn wir wissen, wir können nichts verlieren. Und wir halten uns die Hände, schauen uns in die Augen, denn wir wissen, wir können nichts verlieren. Und die Liebe ist da, wir sind uns so nah. Und wir vertrauen auf das, was uns schon lange fehlt. Wir können uns nicht verlieren. We'll be right back.
Stört es mich, dass du auf alles eine Antwort geben kannst? Manchmal stört mich, wenn du wieder peinlich aus der Reihe tanzt. Manchmal bin ich enttäuscht, wenn's im Kalender keinen Platz mehr gibt für mich. Manchmal wird mir klar, mein Leben ist jetzt ziemlich schade ohne dich. Und wir tragen uns, was man sich nicht zu sagen traut, denn wir wissen, wir können nichts verlieren. Und wir halten uns die Hände, schauen uns in die Augen, denn wir wissen, wir können nichts verlieren. Und die Liebe ist da, wir sind uns so nah. Und wir vertrauen auf das, was uns zusammenhält. Wir können uns nicht verlieren. Und wir halten uns die Hände, schauen uns in die Augen, denn wir wissen, wir können nichts verlieren. Und die Liebe ist da, wir sind uns so nah. Und wir vertrauen auf das, was uns zusammenhält. Wir können uns nicht verlieren. Wir können uns nicht verlieren. Wir können uns nicht verlieren. Machen wir. Ja, weird, ne? Kann man seine eigenen Texte einfach nicht auswendig. Wir müssen uns dringend mal diese Zettel abgewöhnen. Wollen wir jetzt mit G wieder spielen? In der anderen Tonart mit Akkusviton? Mit welcher? Mit Moha dann? Wofür hatten wir das? Ach, wegen dem Kontrabass. Und in D-Dur. Haben wir es in D gespielt? Es fängt mit G-Dur an dann. Aber ist dann in D? Ja. Geil. Okay, guck mal. Tim München. Ein bisschen reinziehen, um dieses Kompliment richtig zu verstehen. Danke, Schadwir. Koka. Du bist Beste. Ihr seid mein Trampolin, es geht up and down,
und ich fühle mich leicht. Mein Trampolin, ich fühle mich leicht. Ihr seid mein Netz, das mich trägt, mein Netz kann nicht daneben fallen. Ich lande in euch allen. Ihr seid mein Netz, das mich trägt, mein Netz. Ich lande sicher und weich und ich fühle mich leicht. Ihr seid mein Netz, das mich trägt. Thank you.
Danke euch. Schön, dass ihr alle, dass wir uns alle hier versammeln konnten. Und danke für all die Liebe. Und ich drücke euch alle und hug euch. Hug everyone. Und wir sehen uns bald wieder und reißen vielleicht irgendwann auch mal wieder die Hütte ab. Auf jeden Fall. Und Hurt von Johnny Cash ist ein Song, der in unserer Trauer-Setlist drin ist. Lilly hat einen Wunsch. Sag deinen Wunsch. Auf jeden Fall Koka. Pogo hat uns mitgejammt, mitgeraucht, mitgetrunken. Ich habe sogar meine Zigarette an der Kerze angezündet. Alles klar, machen wir, Lilly. Jo. Wer noch nicht dabei ist und wer mit uns noch weiter an Pogo denken und trauern und Geschichten austauschen und machen manchmal auch zusammen lachen und einfach da sein möchte, kann gerne in unserem Pogo-Raum, in unserem Discord, sowohl gemeinsam Musik hören, von einer inzwischen 8-stündigen Playlist, die wir zusammen gemacht haben, als auch in einem Chat-Kanal, wo schon ganz viel drin steht, um nicht so alleine zu sein mit dieser Trauer. Und ja. Und nu? Jetzt machen wir, glaube ich, einfach einen kleinen Raid und dann im Discord die Mucke wieder an, würde ich sagen. Ja, ich glaube, ist alles gesagt. Ich liebe euch, Leute, und ich wünsche euch eine gute Nacht, dass ihr ein bisschen schlafen könnt, und bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Ja. Wir drücken euch. Wir Himmelskinder drücken euch. Und wir sehen uns bald wieder. Es gibt noch sehr viel zu sagen, stimmt, aber wir haben ja noch alles zu seiner Zeit. Wir haben ja noch viel Zeit.